So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dreamlight Valley und verzeiht mir, ich bin immer noch krank. aber ich will unbedingt weitermachen, denn ich habe ein bisschen offscreen Kohle gefarmt und zwar, wie ihr vielleicht auch schon auf dem Thumbnail gesehen habt, ich hatte hier den ganzen Platz voll mit Kürbissen. Ich hatte diesen ganzen Platz voll, also bis hierhin. Voll mit Kürbissen. Ich hatte hier ein kleines Mischsamenverhältnis. Alles, was ich noch so in der Truhe hatte. Genau das gleiche hatte ich hier. Ich habe ein bisschen Baumwolle gemacht. Hatte ich auch das Fell voll. Und ich habe hier und hier nochmal Kürbisse gehabt. Und die möchte ich jetzt mit euch natürlich zusammen abgeben. Und mal sehen, wie viel Geld damit wir hatten. Ich habe irgendwie 1100 Samen gekauft, Kürbissamen. Ich habe hier noch, glaube ich, irgendwo ein paar drin. Oh ja, hier sind die Kürbisse schon mal. Wo habe ich sie denn hingepackt? Oder sind die draußen? Nee. 152 haben wir noch, aber die brauche ich jetzt nicht anpflanzen. Wir machen das hiermit und verzeiht mir, wenn ich noch ein bisschen verschnupft klinge. Ich habe eine nervige Nasennebenentzündung. Und ja. Zack, zack, zack. Ich glaube, es müssten alle gewesen sein. Damit wir auch erstmal keine Geldprobleme mehr haben. Oh, passt doch perfekt. Als hätte ich es schon so vorbereitet. Genau. Und ich habe halt, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, nochmal ein paar Truhen gemacht. Ah ja, die können wir gleich auch nochmal woanders hinstellen. Hier, das ist so dieses Mischding, was ich so ein bisschen gemacht habe. Hier haben wir auch, können wir schön auch mal Stoff herstellen und sowas. Und in dieser Folge wollte ich einfach mit euch ein bisschen, also erstmal das Geld herholen. Dann noch ein, zwei Nebenquests machen. Ich überlege gerade, welche. Du hast etwas Seltsames auf der Lichtung des Vertrauens gefunden. Vielleicht machen wir das einfach mal. Und aber erstmal verkaufen wir den ganzen Schmarrn. Und schauen mal, was wir so Schönes rausbekommen. Und ich wusste nicht, dass das hier... Also... Oh. Ach ja, gut, verkaufen wir erstmal. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich, also erkläre ich anders, ich bin ein bisschen benebelt noch. Ich habe mir gerade Paracetamol reingehauen. Das verbraucht einen Platz. 1711. Mutter weiß mehr, vergiss das nicht. 1713? Wait, warum? Ja, ich weiß, naja, auf jeden Fall. Obwohl ich bin ja hier. 1714, so. Wahrscheinlich ist gerade irgendwas gespawnt, denn das hier verbraucht auch immer einen Platz. Wie ich jetzt mal so rausgefunden habe. Da, 1713. Bedeutet, ich wollte eigentlich noch ein paar Dreamlight Valley Aufgaben machen, aber hatte dann das Problem, dass ich... Ich vermute, jeder erzählt dir, dass ich hier die Böse bin. Ja, kein Platz mehr hatte, um Möbel auf Verlichtung zu stellen, weil ich auf 3200 war. Wie ich darauf gekommen bin, weiß ich nicht. Aber was ich euch jetzt nochmal zeigen wollte, vielleicht kennt ihr auch eine bessere Methode. Ich habe es so rausgefunden, das bleibt ja jetzt ein bisschen da. Man könnte schaufeln, dann geht es weg. Aber bei irgendwie gefühlt 2000 Feldern, die ich da angefertigt habe, allein das Anfertigen der Felder, das Einpflanzen und das Gießen hat, glaube ich, knapp anderthalb Stunden oder zwei Stunden gedauert. Und das Ernten hat auch nochmal circa 45 Minuten gedauert. Also es war, das hätte ich eh nicht in der Folge packen können. Ich habe dann einfach, weiß ich nicht, weil so geht es nicht weg. Also man kann es nicht löschen. Zumindest habe ich noch nicht gesehen, wie. Ich habe dann einfach den guten alten Teppich rausgeholt. Zack. Und dann ist es weg.
Aber man muss den Teppich einmal liegen lassen. Sonst kommen die wieder, wenn man den Teppich auch sofort wegnimmt. Aber wenn man mal ein großes Feld gebaut hat und das ganz schnell weghaben möchte, aus was für Gründen auch immer, bei mir war es wirklich platztechnisch, dann kann man das so machen. Vielleicht wusstet ihr ja schon, vielleicht kennt ihr eine bessere Methode. Mit der Zeit verschwinden die ja auch, aber damit ihr jetzt Bescheid wisst. Und jetzt schauen wir mal, was wir von circa 3 Stunden Gemüseanbau so Tolles rausbekommen. Bin gespannt. Und wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich verpeilt bin, ich stehe unter Paracetamol und meiner Nasennebenhöhlenentzündung. Unter anderem plus Husten, noch Bronchitis. Also mich hat alles erwischt. Wobei der Husten auch gefühlt gar nicht mehr weggeht. Den habe ich, glaube ich, jetzt seit November. Liegt aber auch an meiner Arbeitsstelle. Ich muss darauf erstmal klarkommen. So. Oh, ja. Könnt ihr das sehen? Das sieht doch ordentlich aus, oder? Würde ich mal sagen. Ja, perfekt. Perfekt. So, und was macht man dann? Man geht shoppen. Guck mal, was wir da haben. Oh, das sieht auch gut aus. Und zwar wollte ich tatsächlich mit euch, das werde ich jetzt öfters machen, immer wenn es da ist, dann werden wir das auch zusammen machen, die Dreamsnap-Aufgaben mit euch machen. Endet in 4 Tagen. Und ich wollte in der nächsten Folge mal vielleicht mit euch zusammen was Schönes herrichten und mal gucken, wie wir dann so, ja, was Schönes gestalten, schön sportlich. Ich bin gespannt. Empfohlen einfach und vertraut. Okay. Erstmal, das sieht nicht sportlich aus, aber egal. Hey! Ist auch okay, die Hose. Ich hoffe, mein Geldspeicher hält dicht. Oh, der Schöne und das Biest. So eine Entengrütze. Hier kommt Regen. Ich hoffe, mein Geldspeicher hält dicht. Hey! Hallo? Ich dachte erst, das sind Pantoffeln. 14.000. Was ist denn das? Goldblaue Juwelenbrille? Okay. Ich hoffe, mein Geldspeicher hält dich. Giraffenlampe. Das sieht schon sehr strange aus. Also hey. Das gefällt mir überhaupt nicht. Kaufe ich. Sehr schön. Ich werde heute auch leider, auch wenn ich will ja gerne zocken, aber ich lag wirklich die letzten Tage flach, lag nur im Bett und Hallo. Ich will ein bisschen zocken. Ich habe richtig Bock drauf. Ich könnte für mich zocken, aber dann geht so viel verloren. Aber auch für mich alleine zocken würde ich nicht lange hinbekommen. Deswegen wird es Lilo und Stitch, das sieht ganz chillig aus. Pflanzen sind auch nie verkehrt. Schlichtes Bett. Hallo. Ey, dass das teilweise nur 500 oder so kostet. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. 6.000. Sieht aber ganz okay aus. Das Kleid sieht auch ganz cool aus. Sieht auch ganz gut aus. Hey! So. Gut, jetzt müssen wir auf die Lichtung des Vertrauens gehen, ne? Machen wir mal. Was haben wir denn da gesehen? Du hast etwas Seltsames auf der Lichtung des Vertrauens gefunden. Ist doch die Lichtung des Vertrauens, oder? Ja. Etwas Seltsames. Ja, was denn? Blumen?
Oder geht die Quest nicht weiter, weil es irgendwie da hinten ist? Wobei ich ja mir vorstellen könnte, dass es vom Merlin, weil der hat ja letztes Mal auch schon unsere Gießkanne verbessert. Würde ich eigentlich darauf wetten, dass er das macht, aber die wurde so lange nicht verbessert. Und das hat mir ja mit Merlin gemacht. Oh. Ja, ich weiß nicht. Sieht so verkehrt aus. Also ich finde auch gerade nix. Als du auf die Lichtung des Vertrauens umhergewandert bist, hast du ein Stück Pergament mit Merlins Kritzeleien gefunden. Ach! Oh, okay. Ja, haben wir schon. Okay. Okay, okay, okay. Aber ich bestimmt in der Questkiste. Hallo? Denke ich mal. Ja, okay. Stück einer Karte. Okay, machen wir das erstmal. Ja, dann gehen wir mal mehr in die Notizen. Ist ja einfacher, als ich gedacht hätte. Ist so lange her, ich habe mich schon wieder verpeilt. Warte mal. Die können wir auch noch machen. Sehr gut. Dann schalten wir, glaube ich, das endlich frei. Gut, aber erstmal zu Merlin. Eins nach dem anderen. Ich kann in die Zukunft sehen. Also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Oh, hallo. Okay, das ist irgendwie ein Bug. Was hast du denn da, Atmos? Ich kann jetzt auch nicht... Okay, es ist hängen geblieben. Ja, geil. Okay. Was ist das denn jetzt? Komm hier auch nicht mehr raus. Das ist ja ärgerlich. Okay. Ja, Alt F4. Aber was war das denn jetzt? Unglaublich. Das ist, okay. Diese Quest will nicht beendet werden, habe ich das Gefühl. Ach ja, schön. Es hat sich schon falsch angefühlt, als das Ding nicht wegging mit dem Brief. Oh, Disney. Wann hat er denn zuletzt jetzt abgespeichert? Ich hoffe noch da, wo wir die ganzen Sachen eingekauft haben. Disney Dreamlight Valley. Da ist eine Ariel, den kenne ich nicht, die kenne ich auch nicht. Den kenne ich. Das ging aber schnell. Okay, das hat er noch gewertet. Sehr gut. Ja, Weichholz habe ich nicht mehr viel. Müssen wir wieder ein bisschen einsammeln. Die Bank sieht auch cool aus. Muss ich ja sagen. Merlin. Wo ist er denn jetzt? Okay. Auf ein neues. Sag mal. Unser Geld haben wir noch, sehr gut. Das Wichtigste. Der Kürbismillionär. Ich kann in die Zukunft sehen. Also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Meine Notizen, die habe ich schon überall gesucht. Das ist jetzt auch ganz anders. Gut, dass du sie gefunden hast. Ich möchte nicht, dass sie in den falschen Händen geraten. Ich konnte sie nicht verstehen. Ja, das kann man so sagen.
Ich befürchte, dass böse Machenschaften im Gange sind. Deshalb habe ich meine Beobachtung niedergeschrieben. Mutter Gothel und Ursula haben sich mehrmals im Dorf getroffen. Diese beiden führen nichts Gutes im Schilde, das spüre ich. Man kann ihnen nicht vertrauen. Deshalb behalte ich ihre Treffen im Auge. Sie haben sich schon 4-mal getroffen, um böse Pläne zu schmieden. Sie tauschen geheimnisvolle Zutaten und Fläschchen aus. Sobald ich mich nähere, verstummen sie und machen sich aus dem Staub. Naja, bei Ursula sollte ich wohl besser davon schwimmen sagen. Ganz bestimmt nicht, aber wir sollten versuchen, Beweise für ihre bösen Pläne zu finden. Mit meiner Magie allein schaffe ich das nicht. Ursula und Mutter Gothel vertrauen dir viel mehr als mir. Vielleicht können wir uns das zunutze machen. Du könntest dich wahrscheinlich nah genug an sie heranschleichen, um zu hören, was sie vorhaben. Es geht um das Schicksal von Dreamlight Valley. Ach du grüne Neune, ich hoffe doch, dass es nicht ganz so ernst ist. Ich glaube eher, dass sie irgendeine unbedeutende Schandtat planen. Aber bei diesen beiden sollten wir besser vorsichtig sein. Leider kann ich nicht genau vorhersagen, was Mutter Gothel und Ursula vorhaben. Aber ich weiß genau, wann sie sich das nächste Mal treffen. Sie treffen sich jeden Tag auf der Lichtung des Vertrauens. Heute haben sie sich dort bereits getroffen, deshalb wirst du bis morgen warten müssen, um sie zu belauschen. Vergiss nicht, auf die Lichtung des Vertrauens. Und vergiss nicht, okay. Deine Fantasie. Ich trinke mal kurz einen Schluck heiße Zitrone. Mit Honig, das hat mir jetzt letztes Mal so gut geschmeckt und es tut immer noch sehr, sehr gut. Warte bis morgen, um das Treffen von Ursula und Mutter Gothel auf der Lichtung. Ich habe irgendwie. Hättest du Interesse an einem kleinen Quid pro Quo? Ja, aber natürlich, Scar. Oh, wie gut du bist es. Ah, Atmos, da bist du ja. Wenn du immer noch daran interessiert bist, mir zu helfen, unser ganzes Gebiet zurückzubekommen, ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe gerade Zeit. Nun, vor nicht allzu langer Zeit hast du einige der Gnu-Knochen entfernt, die auf der Ebene herumliegen. Aber du konntest nur die kleinsten von ihnen entfernen, was wenig hilfreich war. Jetzt habe ich die Lösung, um alle zu entfernen. Du musst mit der Frau auf der Lichtung des Vertrauens sprechen. Mutter Gothel, warum? Sie weiß etwas. Vor dem Vergessen schaffte sie es, die Knochen zu überwinden. Ich werde sie fragen. Und ich warte hier mit großer Vorfreude. Kusch, kusch. Ich bin fertig mit dir. Sag mal. Okay. Sprich mit Mutter Gothel. Mutter Gothel. Da ist sie ja. So weit weg. Oh, da waren noch Samen zum Einsammeln. Ganz vergessen. Und wenn ich schon hier bin, kann ich auch die... Ah, dann können wir das auch eben aufbessern. Wir haben ja jetzt wieder das Geld. Hallo? 60.000. Für ein paar Holzbretter. Meine Güte. Du's weißt, ich hab okay, das war das letzte. So wie ich. Ist immer noch auf 20, aber was wurde denn jetzt verbessert? Bessere Fische? Juhu! Oh. Hallo. Ja, ist ja gut. Oh, da sucht jemand einen mütterlichen Rat. Wie kann ich dir helfen, mein Lieber? Eigentlich versuchen Scar und ich... Ah, sag mir nicht, dass du dich immer noch mit dieser Kreatur abgibst. Ja. Mein Rat ist, ihn sofort aus dem Tal zu verbannen. Weißt du, dass er versucht hat, mich wie eine Art Beute zu jagen? Mhm. Vor dem Vergessen sammelte ich Kräuter. Und ich spürte, dass mich etwas verfolgte. Dieses Etwas hatte hungrige Absichten. Er tat so, als wäre alles nur ein Versehen, aber ich wusste, dass das eine Lüge war. Er war auf der Suche nach einem Brunch und beschloss, dass ich es sein sollte. Puh, das war er? Er leugnete es natürlich, aber ich konnte in seinen Augen sehen, dass ich für ihn ein 3-Gänge-Menü plus Nachtisch war. Wenn Scar mehr Platz zum Umherstreifen hätte, gäbe es dieses Problem vielleicht nicht. Ich versuche, die andere Seite der sonnigen Ebene zu erschließen. Eine Wand aus Gnu-Knochen blockiert die Brücke. Oh ja, ich glaube, ich habe eine Lösung für dein Problem. Hör dieser kleinen Geschichte gut zu. Vor langer Zeit gab es eine junge, schöne und brillante Frau.
Die Frau war natürlich ich. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Diese junge, brillante und schöne Frau studierte die Löwen und erfuhr etwas, das man den ewigen Kreis nennt. Für sie gibt es eine Ordnung in der Welt. Und jedes Lebewesen nimmt daran teil. Die Löwen fressen die Gnus, aber wenn die Löwen sterben, werden sie selbst zu dem Gras, das die Gnus fressen. Manche würden es als poetisch bezeichnen. Nun, als sie vom ewigen Kreis erfuhr, wurde mir klar, dass darin eine Macht liegen könnte. Also hab ich Merlins Bibliothek durchforstet und ein Rezept für einen Trank gefunden. Um die Knochen zu entfernen, musst du diesen Trank brauen und ihn auf deine herrschaftliche Schaufel auftragen. Alles klar, finde die Zutaten, braue den Trank, rette den Tag. Aber was brauche ich für den Trank? Okay, wäre das schön, dass sie da auch mittlerweile so leicht so einen genervten Unterton mit reinbringen. Ach, nur die üblichen Sachen. Ein paar gereinigte Nachtscherben, um ihnen einen Funken Magie zu verleihen. Und ein paar alte Knochen. Je älter und brüchiger, desto besser. Wo soll ich die finden? Nun, es gibt tief in den Minen unter der sonnigen Ebene Fossilien. Die sollten genügen. Diese Minen sind riesig. Da werde ich ewig suchen. Aber ich kann dir dabei helfen, wenn du ein paar einfache Anweisungen befolgen kannst. Wenn du in die Mine gehst, biegst du links ab, gehst ein Stück, nimmst die erste Abzweigung nach rechts und biegst dann wieder links. Ach, das kann ich mir doch nicht merken. Links, rechts, links. Okay, ich glaube, ich schaffe das. Sobald du die alten Knochen hast, musst du einen Weg finden, sie in Asche zu verwandeln. Scar sollte wissen, wie das geht. Er scheint eine Vorliebe für Zerstörung zu haben. Okay, ich werde ein paar alte Knochen in den Minen suchen, ein paar gereinigte Nachtscherben besorgen und mit Scar reden, um herauszufinden, wie man das alles zu einem Trank verarbeiten kann. Okay. Mutter weiß mehr. Einmal kurz noch die Pflanzen einsammeln. Also ich würde schwören. Es gibt keine coolere Person als meine Freundin Shang. Aha, okay. Für mich ein bisschen gekränkt, aber na gut. Weißt du, was ich verkaufe, die Fische? Einfach aus dem Grund, weil es auch noch Dreamlight Valley-Dinger gibt und ich verkaufe auch die Pflanzen. Hey, du! Verkaufen. Sieh dir dieses Dreamlight an. Das gibt aber auch ordentlich Kohle, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr gut. Okay, bevor... Das meinte ich. Verkaufe den Fisch. Das können wir ruhig ein paar Mal noch machen. Okay, die sonnige Ebene. Ich habe schon wieder... Erste links war das, rechts links, links rechts links. Okay. Links, rechts, links. Warte mal, von was war das nochmal? Das war doch auch... Ach, das Dschungelbuch. Links, zwei. Da, dieser Elefantenmarsch. Warte mal. Okay, geradeaus, geradeaus. Rechts, wieder links. Das sieht mir aus wie eine Sackgasse. Okay, verlaufen, sehr gut. Oder? Nee, warte mal, wir sind richtig. Ah, okay. Ich baue hier noch ein bisschen Erze ab.
wie lange wir jetzt davon nichts mehr bekommen hatten. Oh, glänzender Saphir. Oh, schön. Gereinigte Nachtschirme, das müssen wir doch auch hinbekommen. Wir haben, glaube ich, genug Dreamlight Valley. Dreamlight und Schirme haben wir auch genug. Gereinigte Nachtscherben. Es verbraucht ganz schön viel. 10 Stück? Holy. Okay, das ist teuer. Kehre zu Scar zurück. Okay. Warum ist es hier so nebelig? Was ist passiert? Du da. Ich brauche dich. Ein Haufen alter Knochen. Atmos, erzähl mir nicht, dass sie versucht, mir damit Angst zu machen. Mutter Gothel sagt, ich soll sie in Asche verwandeln und dann sagte sie etwas über den ewigen Kreis. Sie sagte auch, dass du einmal versucht hast, aus ihr ein Drei-Gänge-Menü zu machen. Oh, das schon wieder. Ich habe sie nicht gejagt. Ich habe lediglich auf der sonnigen Ebene patrouilliert, um die Sicherheit des gesamten Dorfes zu gewährleisten. Ich glaube dir. Oh gut, dann glaubst du auch, was ich als nächstes zu sagen habe. Ich habe gesehen, wie sie etwas in der Erde vergrub, bevor sie davonlief. Natürlich war ich um die Sicherheit des Dorfes besorgt, also beschloss ich, der Sache nachzugehen. Eine geheimnisvolle Blume wuchs dort, wo sie gegraben hatte. Es dauerte nicht lange, bis sie zurückkam, also habe ich die Gelegenheit genutzt. Sie hat eine Blume gepflanzt, das ist seltsam. Ja, und sie sah durch einen Gegenstand, den sie dem Schwätzer mit dem spitzenblauen Feder... mit der spitzen blauen Feder gestohlen hatte. Sie begrub die Asche von den alten Knochen und eine Blume wuchs dort. Das ist es, was sie mit dem ewigen Kreis meinte. Aus den alten Knochen wurde eine Blume, buchstäblich. Oje, du fängst schon an zu plappern wie der verrückte Mandriel meines Bruders. Ach, wir haben nur ein Problem. Wie können wir diese Knochen in Asche verwandeln? Ja, nun, ich habe vielleicht eine Lösung. In meiner Höhle gibt es einen vulkanischen Geysir. Lege die Knochen dorthin. Die Hitze und der Druck sollten ausreichen. Dann wirst du wohl die Asche einsammeln und vergraben müssen. Ist das alles? Klingt ziemlich einfach. Vergiss nicht, die Blume zu gießen, sonst wird sie nicht wachsen. Oh mein Gott, das könnte wieder... Du darfst jetzt gehen. Ach, ich darf jetzt gehen. Also Scar ist echt... Ich weiß nicht, wen ich schlimmer finde. Maui oder Scar? Ich glaube Maui. Weil Scar macht wenigstens nichts, macht sich nichts daraus und dann sagt, dass er böse ist. Also er zeigt es offensichtlich. Hat er nicht gesagt, in seiner Höhle? Ah. Das ging ja schnell. Vergrabe die Asche irgendwo auf der sonnigen Ebene. Okay. I'm a simple... Boah, was ist denn hier los? Ich bin von Narren umgeben. Okay, steht jetzt nicht, dass es einige Tage dauern kann. Okay, dann machen wir in der Zeit noch eine andere Quest. Das können wir noch nie machen, okay. Nach Christophs Kletterausrüstung. Wann habe ich die denn angenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin so krank. Das machen wir später auf jeden Fall zusammen.
Ich glaube, hier hat mir jemand einen geheimen Rat gegeben. Das soll im Schloss irgendwo sein. Wir gehen mal gucken. Ich wüsste sonst nicht wo. Die geheime Tür. Finde die geheime Tür mit Mickys Erinnerung. Okay. Müssen wir gleich mal die Nase putzen. So leicht. Finde die geheime Tür. Das muss ja dann irgendwo oben sein, oder? Da freue ich mich auch schon drauf. Auf, weil man kann hier... Es gibt so viele Charaktere, ne? Das ist ja unglaublich. Wo habe ich es gesehen letztens? Ah, bin ich jetzt komplett verwirrt? Ach da. Nala und Simba. Leider hätte ich gern den kleinen Simba gehabt. Den finde ich cooler als den großen. Nala ist immer cool, egal ob klein oder groß. Den habe ich auch, den würde ich auch gern haben. Aber ich glaube, dafür müssen wir bestimmt das Addon oder so freischalten. Könnte ich mir vorstellen. Obwohl, das sieht hier noch nicht nach Addon aus. Simba, Nala, hier ist das Schöne und das Biest. Warte mal, hier fliegt doch irgendwas lang. Zieh die geheime Tür. Das sah irgendwie verkehrt aus. Mickey, ist hier die... Hey du! Warum kann ich da reingehen? Hier ist doch gerade irgendwas lang geflogen. Aber hier ist nichts mehr zum Freischalten. Wo schalte ich einen Stitch und sowas frei? Nein, das fliegt hier überall durch die Gegend. Wo ist die geheime Tür, Mickey? Okay, das ist... Okay. Ha. Mini ist ins Soft zurück. Mickey verreckt. Er hat sie wiedergefunden. Sie aber nicht öffnen und glaubt, dass du per. Die Truhe verwandelt sich in eine Erinnerung. Die irgendwo in Dreamlight Valley ist. Oder habe ich das falsch gedeutet? Ich habe den Kommentar nur überflogen, so ein bisschen. Beziehungsweise es ist schon wieder lange her, dass ich ihn gelesen habe. Ich weiß nur noch, dass da ein Bild von einem Schloss war. Ich hätte, dachte vielleicht, dass es hiermit gemeint. Wo ist die geheime Tür? Mickey. Where is the secret door? Wait, warte mal. Okay, gefunden. Nice. Edle lila Schuhe. Okay. Wow. Warum müssen wir hier wieder Rubine oder so einsetzen? Du hast sie gefunden, Atmos. Jetzt erinnere ich mich an den Rest des Rätsels. Es geht so. Geschützte und Türme wirst du sehen. Darin für alt und neu eine Tür wird stehen. Kein bekannter Schlüssel wird gebraucht, alleine. Zum Öffnen der Tür finde passende Steine. Um welche Art von Stein könnte es sich dabei handeln? Hey, sieh nur, die Tür hat Löcher, die wie Juwelen geformt sind. Vielleicht sind Edelsteine gemeint. Natürlich sind Edelsteine gemeint. Ist hier auch eine geheime Tür? Nee.
Da würde ich mal sagen, holen wir mal von jenen ein paar Edelsteine her. Ne? Irgendeiner wird schon passen. Ich denke, wir haben alle möglichen, die wir dafür brauchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Hoffe ich. Achso, die sind sogar schon markiert. Okay. Nein. Aufteilen. Reicht das schon? Ich hoffe. Wir gucken nochmal hier. Ich denke ja. Ich bin mal gespannt. Wie, die muss schon wieder gegossen werden? Was ist das denn? Die Asche braucht aber ganz schön viel Wasser. Oder war das die hier? Oder war das das hier? Nee, das war Vanille. Okay. Und dann geht es jetzt noch wieder in die geheime Tür. Sie führt mich zu Mickey Schatz. Wohin mich der Weg noch führt, das weiß ich leider nicht. Übertragen, übertragen, übertragen. Bitte sehr. Achso, ich darf hineingehen, okay. Wow. Was ist das für ein geheimer Raum? Sprich mit Mickey, um zu erfahren, woran er sich erinnert. Oh, meine Nase. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Geschafft, du hast mir geholfen, die Tür zu öffnen. Ich wollte meine Sachen vor dem Vergessen schützen. Zuerst habe ich sie versteckt, aber dann habe ich die Verstecke vergessen. Mhm. Ich habe also viele Sachen zusammengetragen. Amos, ich möchte dir das hier geben. Wow, warte mal, war das die Level 10 Quest? Es ist ein Zeichen unserer Freundschaft zur Erinnerung an all die Abenteuer, die wir erlebt haben. Genauso wie all die kommenden. Herzlichen Glückwunsch! Vollständig, was haben wir denn hier? Dagoberts Bilanzbuch. In diesem Buch sind Dagoberts Bilanzen von vor dem Vergessen aufgelistet. Anscheinend hat er viele Verkäufe und Profite erzielt. Okay. Märchenbuch, ein klassisches Märchenbuch über einen Prinzen in Not und eine Maid, die ihn rettet. Okay. Zerfleddertes Buch. Dieses Buch wurde sehr oft gelesen. Jemand hat einen Turm auf die erste Seite gemalt. Warte, ich darf das aufheben? Auffälliges Buch, ein Buch, das summt. Merkwürdig. Okay. Wait, aber die will ich jetzt nicht mitnehmen. Minis Punktmusterhandbuch. Wer hätte gedacht, dass es so viele Variationen gibt? Was ist das denn hier? Okay. Okay, hier ist auch nochmal was mit dem Wasserfalltal. Okay, interessant. Oh, gereinigte Nachtscherbe, cool. Ja, hat schon was. Hallo du! Hallo du! Vielleicht können wir das ja als Sam. Warte mal, da ist noch eine Quest. Mhm. Weiter mal. Okay, er hat wohl ganz viele Quests für uns. Perfekt. So lobe ich mir das doch. Gut, haben wir das auch schon mal erledigt. Finde ich sehr gut. Suche mehr. Na komm, dann machen wir das jetzt so lange. Suche in Merlins Bibliothek nach einem Hinweis. Das kriegen wir bestimmt noch hin.
Hallo Merlin. Ah. Erstmal. Es sieht hier aus wie im Saustall, also Merlin. Warte mal. Oh, wir haben Schlüssel gefunden, sehr cool. Du hast einen Hinweis. Bringe Donald die geheimnisvolle Kralle. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. In der Tat, ein schöner Tag. Du, oh, ich habe keine Lust, mich mit ihm zu unterhalten. Er ist so anstrengend. Er ist wirklich anstrengend. Ich bin hier, um zu helfen. Vergiss das nicht. Oh, Junge, sieh dir das an. Das ist der Beweis. Dieses Stück einer Kralle muss von einem Außerirdischen stammen. Hast du immer noch dieses seltsame Gerät? Aber sicher, und es piept ganz schön oft. Ich werde das Krallenstück hineinlegen und sehen, was passiert. Ah, was geschieht hier? Alles leuchtet. Auf dem Bildschirm steht DNA-Übereinstimmung. Autorisierung vollständig. Bitte stelle ein Funkfeuer auf, um das Ladeprotokoll einzuleiten. Halte zu deiner eigenen Sicherheit Abstand. Was bedeutet das? Ich denke, es bedeutet, dass dieses Ding eine Art Anflugfunkfeuer ist. Wir müssen es irgendwo aufstellen, dann wird das außerirdische Raumschiff landen. Danach können wir die Sockenklauen außerirdischen fangen. Sehr schlauer Atmos. Jetzt wird niemand mehr an mir zweifeln, wenn ich das nächste Mal etwas Verdächtiges in der Gegend bemerke. Wir sollten es... des Windes und des Meeres und der Held von allen. Natürlich. Wir sollten es sicherheitshalber beim Schädelfelsen am schillernden Strand aufstellen. Okay. Oh, nice. Reicht das, wenn ich das jetzt hier aufstelle? Möbel? Wow! Okay, wow! Das, ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Dass man mit der Donut-Quest noch eine Quest freischaltet. Hey, Stitch! Stitch! Arrgh. Du hast Stitch Schiff abgestürzt. Ja, das war ich. Das war nicht meine Absicht. Warum hat mein Schiff kaputt? Deine Schuld. Ich glaube, dein Schiff war auch vor dem Absturz schon defekt. Es schien, als hättest du Probleme, es zu steuern. Mega no mein Dimi. Wiedersehen. Aloha. Mein Name ist Stitch. Dankeschön. Ich habe den blauen Außerirdischen aus seinem Raumschiff springen sehen. Ich kenne ihn aus der Zeit vor dem Vergessen. Sein Name ist Stitch. Er liebt es, Chaos zu verursachen. Aber ich glaube, durch das Vergessen ist er noch unruhiger geworden als vorher. Weißt du, was das bedeutet, Donald? Du hattest die ganze Zeit recht. Es gab einen Außerirdischen, der alle die Socken geklaut hat. Ich wusste es. Niemand hat mir geglaubt. Ich war der Einzige, der es durchschaut hat. Ich muss sagen, ich habe ihn auch nicht geglaubt. Er hatte recht. Jetzt kannst du du vor allen anderen damit angeben. Ah, ich kann es kaum erwarten, Onkel Dagobert zu sagen, dass ich recht hatte. Ich würde mich damit zurückhalten, von vorher Duck anzugeben, bis wir sicher wissen, dass Stitch nicht das wertvollste Eigentum des Dorfes zerstören wird. Da hast du wohl recht, aber wir können nicht zulassen, dass Stitch im Dorf herumläuft und Sachen zerstört.
Wir müssen ihn einfangen, aber wie? Sein Raumschiff wurde zerstört. Ich schätze mal, das war sein einziger Ort zum Leben. Er schien ziemlich wütend darüber zu sein. Vielleicht sollten wir damit anfangen, deinen Onkel Dagobert zu bitten, ihm ein Zuhause zu geben. Das ist eine gute Idee. Auf diese Weise macht Stitch sein eigenes Haus kaputt und nicht meines. Okay, die Quest geht immer noch weiter. Oder kann ich das schon? Ja, dann geht das schon. Okay. Das passt doch. Sobald ist hier alles voll. Hier pflanze ich eigentlich immer mal wieder was an, wenn ich Geld brauche. Aber ich kann auch den Wald benutzen. Ja, komm hier hin. Müssen wir irgendwann nochmal so ein paar, auch wenn es ein schöner Strand ist, vielleicht mal ein, zwei so kleine Kieselwege, hier ist ja auch noch ein Weg, hinbasteln, damit es ein bisschen mehr nach Wohnort aussieht. Oh, jetzt kommen wir da fast, doch, von hier kommen wir noch da rein, okay. Hallo. 10.000. Yay. Ja, nice. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das muss ich sagen. Das hat sich jetzt gelohnt. Erstmal gucken, was Stitch so tolles zu Hause hat. Ich komm, betreten doch. Wollte sagen, ich komme hier nicht rein. Das liegt an dem Paracetamol. Ha. Ich bin ein tanzender Engel. Okay, hier ist aber nichts zum Einsammeln. Finde ich jetzt ein bisschen schade, aber gut, dann gehen wir mal zu Stitch. Wo ist er denn jetzt? Ach da. Wow, Ariel, die kann sich teleportieren. Boah, guck mal, wie schnell die ist. Über die Karte. Ja, ist er doch mal das, der Ballaster. Hey. Mein Name. Du wieder. Fibogo. Ich wollte mich entschuldigen. Es war nicht unsere Absicht, dein Raumschiff zu zerstören. Als Wiedergutmachung haben wir dir einen besonderen Ort im Dorf gebaut. Nur für dich. Mhm. Besonderen Ort? Besonderen Ort wie zu Hause? Genau. Oh, Stitch möchte zu Hause haben. Ich bin Atmos. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an diesen Ort wegen. Das vergessen. Himmel wurde dunkel und böse Nachtdorn wuchsen. Stitch geht ins Schiff Hilfe holen für alle. Aber brauchte Treibstoff. Also komm zurück, finde Dinge zum ins Schiff packen, damit Schiff schneller ist. Was für Sachen hast du in dein Schiff gepackt? Viele Sachen. Socken, Bücher, Nachtdorn. Du hast versucht, Nachtdorn als Treibstoff zu verwenden? Nein, nicht gut. Dann macht Nachtdorn meinen Kopf nicht gut. Hab mich verlaufen. Jetzt ist alles wieder gut, Stitch. Atmos Achibaba? Bist mein Freund? Wir sind hier alle Freunde. Willkommen zurück im Dreamlight Valley. Versprich mir nur, dass du all die Socken zurückgibst, die du stibitzt hast, okay? Ja, ja, versprochen. Organada, organada. What? Eine blaue Truhe? Wow. Stitch Sockenvorrat. Wow. Wow. Ganz viele Socken, ja. Ey, also die Quest hat sich jetzt mal gelohnt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war ziemlich, ziemlich nice. Das hat mir sehr gut gefallen. Immer noch nicht gewachsen. Ah. Ich glaube, ein Schatzteil hatten wir noch, oder? Ich glaube, das hatte ich in eine Truhe gepackt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo das andere liegt. Ja, das gehört auch noch dazu.
Ja, komm, die können wir eben noch weglagern. Wir sind auch schon wieder bei 50 Minuten, aber wir haben auch einiges geschafft, muss ich sagen. Also, so ist es nicht. Es hat sich schon ein bisschen gelohnt. Oh. So. Warte mal, der Vitalis-Kristall passt hier nicht rein. Na gut, wir haben noch ganz viele neue Drohnen. Ach, guck mal, perfekt. So. Zack. Auffälliges Buch. Das summt immer noch merkwürdig. Okay. Okay, das hat überraschenderweise gut geklappt. Einmal noch mal hier gucken. Vielleicht ist es ja jetzt ein bisschen weiter. Mehr. Ich kann meine Krallen nicht so. Wow. Das wurde mir aber nicht angezeigt. Okay, nice. Dann machen wir das noch. Okay, warte mal, aber wenn nicht die Folge. Stellen den Gegenstand brüllender Schaufelkopf her. Okay. Aber es wurde auf der Karte nicht angezeigt. Das war jetzt schon gemein. Achso, habe ich immer noch nicht benutzt, ups. Zack. Entfernen die Gnu-Knochen. Endlich kommen wir hier rüber. Fischer, Fischer. Ah. Nice. Yes, Sir. Warte mal, seit wann kann man hier Fische fangen? Ging das schon immer? Sprich mit Scar. Oh, wie nice. Ey, in dieser Folge habe ich unerwartet viel jetzt mit euch geschafft. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem, weil ich auch noch so krank und so benebelt bin. Da bin ich zufrieden, dass ich doch ein bisschen angefangen habe. Wo ist denn jetzt gar? Oh mein Gott, was macht der denn da hinten? Ich will mir die sonnige Ebene angucken. Meine Güte. Okay, sprechen wir mit Scar. Was für ein Zufall. Endlich genau dich wollte ich sprechen. Die sonnige Ebene ist wieder intakt. Aha. Ich sollte dir wohl danken, Atmos. Du warst ja doch hilfreich. Oh. Es gibt noch eine letzte Sache, die ich brauche, damit mein Königreich wiederhergestellt ist. Ich lasse es dich wissen, wenn ich deine Hilfe wieder benötige. Okay. Bestimmt eine Level 10 Quest, oder? Oder aber auch Zeit. Ja, ich denke schon. Tata. Tata. Ja, darauf hätte ich auch mal wieder Hunger. Jetzt können wir uns diese wunderschöne Ebene mal genauer angucken. Sehr viele Nachtdorn hier, okay. Neues Gestein, okay. Viele rote Blumen. Art Kakteen, okay. Oh, ein Teich.
Warte. Von hier aus kann man da immer hin? Das habe ich nicht gesehen? Ernsthaft jetzt? Das glaube ich jetzt nicht. Ach, guck mal, hier ist eine Kiste. Oh. Ein kleines Mike-Plüschtier. Ich sehe nichts und es leckt. Oh, ich habe keinen Speed drauf. Oh mein Gott. Okay, hat sich eh nicht gelohnt. Noch ein Beutel. Strandbucket, cool. Das ist cool. Ah, hier ist was zum Angeln. Das gedacht. Ich. Oh, hier steht noch was. Experiment Nummer 977. Ich habe versucht, die magische Kraft des Fokus zu entfesseln. Leider waren die Ergebnisse katastrophal. Ja, kann man noch mal mehr Häuser jetzt hier hinbauen, rein theoretisch. Kann man wahrscheinlich schön das Haus, wenn wir Simba und Nala freischalten, kann man das irgendwie hier schön an dem Wasser stellen, damit die es auch schön, richtig schön haben, nicht so wie Scar. Scar, dafür braucht es nicht so hübsch. Schon wieder. Das ist jetzt nervig. Schon wieder hängen geblieben. Also es ist jetzt das zweite Mal. Das ist nervig. Das ist richtig nervig. Na gut. Dann beende ich jetzt die Folge. Das ist ja richtig blöd. Also das hat man sonst nie und jetzt zweimal. Aber es kam auch keine Updates oder so. So nicht, dass ich wüsste. Nervig. Na gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Blöd, dass es jetzt so endet, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann machen wir mal das Dream Snap Event zusammen.